Und sorry. Er hatte noch Dena, hör auf! Ohne Spaß, der schiebt da oben schon wieder seine Möbel rum, dieser Psychopath, ne? Der ich macht hör, mich... sogar ich höre das. Hast du gerade gehört? Mann, du Psychopath! Was machst du da oben, einfach, Alter? Ich höre einfach so. Bum, bum. Ich verstehe das nicht. Der soll damit aufhören, Alter. Was ist mit dem? Wieso muss der genau jetzt seine Möbel verrückt, dieser verrückte Verrückte? Yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von genau. So, wir spielen wieder eine Runde Ray Wills zu den Pills und den Mills und... Boah, da hau mich mal hier raus. Tschüss. Hallo? Oh ja gut, dann seid ihr heute hier, das ist der Dropper, den haben wir geschafft. Ja, das ist hier. Ja, ihr seht jetzt quasi die zweite Folge, die kommt dann bei mir, die erste Folge kam bei uns beiden und die dritte Folge kommt dann logischerweise beim Rot zu den Pilz, meine Fuck. Yeah! Und ja, lass uns mal gucken, was wir machen. Das Dropper haben wir schon geschafft. Richtig, das Puzzle Branch, das wollten wir gar nicht machen, weil das ist nämlich kacke. Ja, das ist... Das ist deine Folge, deswegen entscheidest du, glaube ich, heute. Du bist heute das Geburtstagskind. Survival Branch. Survival Branch, yeah! Okay. Oh yeah. Komm, mein Freund. Mhm. Ich bin gespannt. Oh. Ab. Als lol. Als ob wir uns da hochbauen müssen. Ja, das ist doch easy. Hey, das ist doch voll einfach, was Junge. Was ist das denn für eine Kacke, Alter? Hey, what the fuck? Das ist doch nichts. King Kong ist nichts im Vergleich zu mir. Ja, meine Freunde, wie ihr seht, haben wir uns wieder aufgerafft, ein Betten zusammen abzunehmen. Ich fände es auch. Ey, Felix, lass mal bitte auf so einer Map einfach mal ein ganz normales Let's Play starten, oder? Ja, lass einfach das alles hochspringen. Das wäre amok lustig, oder, Bruder? Ja, voila, das wäre witzig. Okay, warte, ich geh mal hoch, okay? Ja, ich glaube, wir müssen zusammen dahin, oder? Was? Ich bin so schlau, ich bin der beste Baumabbauer, ne? Ich bin hier hin, baue einen Baum ab. Was mache ich? Ich baue ein Stück ab und setze das selber wieder hin, so richtig schlau. Man merkt, ich bin gerade erst aufgestanden. Sag Walla. Ja, Walla. Ich wurde nämlich geweckt von dem Anruf von Revi, so. Er hat mich erst angeschrieben, so mit... Aufnehmen, blablabla. Ich hab's Insert, was wieder? So. Insert... Ja? Hey, Item into Hopper, was für ein Item denn? Was für ein Item, Junge? Hä? Da stand nur ab. Komm mal hier hoch. Bau mal mach mal ein Ladder. Ein Ladder? Ein Ladder. Yeah, boy, how you gonna do that ladder? Ah, Bruder, warte, das heißt Survival Branch. Locker müssen wir den Sapling oder sowas finden. Den Sapling auf jeden Fall behalten. Ja, yeah, could be right. Wenn wir gleich kein Holz. Was haben wir denn hier noch alles, Junge? Wir haben hier alles Mögliche. Wir haben hier die Sugar. Oh, Kids. Shit, das ist Hardcore. Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Okay, ich dachte gerade schon. Hä? Wie kamst du jetzt darauf, dass es Hardcore ist? Ja, weil irgendwie mein Leben so langsam generiert hat. Ich bin rotbild, ich weiß alles besser. Ich denke ganz doll und geh baden. Hör bitte auf. Hör auf! Guck mal, Digga. Bruder, was guckst du? Wasch. Bruder, da kriegst du einen Schaller. Komm her, ran, du bist rein. Du kommst direkt da hinterher, du Wichser. Da kommst du, kriegst direkt einen Schlag und dann gezeigt. Hast du noch ein Kiebling, Felix? Ich hab noch keinen Kiebling. Da ist ein Kiebling. Soll ich den verbrennen? Ja, mach mal lieber. Okay, ich verbrenne. Nee, sollen wir den nach da oben reinschmeißen? I don't know, nigga. Let's, okay. Let's do that shit. Let's go over here. Implant the sapling, nigga. Implant the sapling, bro. Do that shit, nigga. Ich glaub, wir verkacken das gerade schon voll, weil ich krieg auch gerade Hunger, merk. Oh, fuck. Ich krieg gerade Hunger, du auch? Ein bisschen, ja. Was ist denn, wenn wir abkratzen? Als ob wir jetzt hier so ein Survival machen müssen, Junge. Mach mal lieber schnell Leiter da hoch, Alter. Ja, ich bin gerade am Ohr. Hey, ich versteh gar nicht, was wir... I don't understand that shit. I don't get it. Hast du mich gerade geschlagen? Nein. Hallo? Aber ja, was soll denn das? Moment, wir haben zu wenig... Hast du noch Erde? Hast du ein bisschen Earth, Felix? Ich denke einfach mit Holz. Hast du ein bisschen Earth? Aber return to Hub. Insert Felix? Item to Hopper. Nee, hab ich nicht. Hä? Insert Item to Hopper? Soll ich einfach mal den Sapling da reintun? Warte mal, ich komme. Warum hast du da Holz hingemacht, du Spacko? Ich helfe dir beim Abbauen, sorry. Er hatte nur Dena, hör auf! Ohne Spaß, der schiebt da oben schon wieder seine Möbel rum, dieser Psychopath, ne? Sogar ich höre das. Hast du gerade gehört? Ja, die ist das hört, als hätte er einen fahren lassen oder seine. Ohne Witz! Okay, komm. Willst du oder? Ach, hier, Survival Guide. Wie wär's, wenn wir den mal lesen? Oh. Hä? Junge! It appears you figured out a bit amount of this area. This item is not required. You may place, remove any block in another island, but you may not place or remove blocks within the backdrop chamber.
This will only branch with the place complete with survival mode, which means hostile mobs will spawn naturally. Creepers can destroy blocks. You will lose items when you die and your hunger will delete among. Blah blah blah. Complete Ach, Items sollen wir sammeln. One painting, one flower pot, TNT, powered rail, bread, cooked fish, empty glowstone block. Digga! Dena! Ohne Witz! Hör auf, deine Möbel zu verrücken! Du machst mich wahnsinnig mit deinem... Boah! Dieser Kerl, ne? Ich bin Dena, ich mach alles kaputt. Ja, Digga. Ja, ich würde sagen, also, wir haben den Anfang schon mal richtig verkackt, oder? Ja, was ist jetzt der Plan? Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir eine andere Challenge machen? Weil lass das machen. Echt? Na klar. Okay. Wir ziehen das jetzt durch. Wir haben die dicken Balls. Ich meine, wir werden das in meiner Folge eh nicht schaffen, dann geht's halt bei dir einfach weiter. Easy ein peasy, Painting, ein Flop. Aber wir müssen mal überlegen, dass wir die, ob wir die Tiere nicht einfach so töten dürfen. Also wir müssen auf jeden Fall ein Schaf töten für ein Painting. Ein Flowerpot ist. Haben wir denn hier irgendwo ein Schaf? Müssen wir auf jeden Fall, weil Spinnen sonst haben wir wahrscheinlich. Spinnenweben, Junge? Oh mein Gott, das wird also da... Also Spinnen dann, ne? Ja. Oh shit. Also den Flowerpot kriegen wir auch super easy hin. Okay, was, wenn wir sterben? Denkt man, dann spawnen wir einfach hier, oder? Willst du es ausprobieren? Weiß nicht. Junge, wir müssen einen Glowstone finden. Das heißt, wir müssen auch in den Nether. Okay, das wird auf jeden Fall hart. Das heißt, wir müssen Diamanten finden und alles. Yo, das wird ein richtiges Survival-Let's Play hier. Okay, meine Freunde, wir haben jetzt kurz umentschieden. Ohne Spaß, der hört nicht auf, ne? Mann, du Psychopath! Was machst du da oben, einfach, Alter? Ich einfach so, bum, bum. Ich verstehe das nicht. Der soll damit aufhören, Alter. Was ist mit dem? Wieso muss der genau jetzt seine Möbel verrückt, dieser Verrückte? Scheiß Dina, ich mach alles kaputt. Ja, was wir noch ein bisschen ansprechen wollten, meine Freunde, wir haben ja gemeinsam dieses coole Filmprojekt, was ihr vielleicht mitbekommen habt. Redick. Wo wir gemeinsam einen coolen Film machen und den synchronisieren. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist ja ein Horrorfilm und viele haben so gesagt, oh, ich würde die kaufen, aber ich darf das nicht. Ja, dazu kann ich nur sagen, Pech gehabt, tut mir leid. Leider ist der ab 16 und soweit ich weiß, also ich weiß jetzt noch nicht ganz durch, was die FSK dazu sagt, weil der ist ja noch nicht draußen und so. Und, Mama, ja. Hast du noch Holz? Kurz angemerkt. Nee. Wird gerade dunkel? Ja, es wird gerade dunkel. Als ob. Ja, wirklich. Shit. Na, red erstmal weiter. Okay, jedenfalls haben wir ja dieses Projekt gemeinsam angeleiert und ja, was soll ich großartig sagen, meine Freunde? Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir zu diesem, also wir haben ja gesagt, dass zu dieser Collectors Box kommt ja noch was dazu, was Persönliches von uns. Das haben wir jetzt soweit schon erarbeitet, das ist nämlich eine dicke Autogrammkarte, mit, wie gesagt, mit persönlicher Widmung und wer es noch nicht gesehen hat, der Link ist immer in der Beschreibung. Wir fänden es halt einfach super, super korrekt, wenn ihr das vielleicht mal so euch angucken würdet wenigstens und wenn ihr sagt, hey, ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk, Leute, 40 Euro sind echt nicht die Welt und ihr sagt, hey, ich mag gern Filme und ich mag Revi, aber nicht Rotpilz, dann ist das echt die perfekte Investition. Also wenn ihr nur einen von uns beiden mögt, ist das auf jeden Fall stark. Und ja, was wir so fertig haben. Was von uns beiden bekommt. Genau, weil ja, weil toll. Ne, wir haben hier oben jetzt so hier eingeblendet. Seht ihr mal so ein T-Shirt? Das ist nämlich quasi das Ding, was wir jetzt ja, mit dabei packen. Das sieht, finde ich, ziemlich fresh aus und ist auch echt von einer guten Qualität und so. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und wenn ihr wollt, können wir da auch gerne das mal anziehen und dann und an unserem Penis ran. Ist ja auch egal. Jedenfalls, was machst du hier? Oh. Ja, ich warte, dass du Kohle findest oder so. Ich habe hier gar nichts. Ich habe nichts zu tun. Nigga, we're dying. We're starving, nigga. We're starving. Yeah, nigga, that's true. That's true shit. We're gonna die over here. We need also wir dürfen die auch nicht einfach töten, weil wir müssen die ja, die Kühe müssen wir nämlich in so einen Stall tun und dann eigentlich breeden, aber das können wir auch nicht, weil wir kein Dings haben. Kein Holz. Ja. Hast du gar nichts mehr an Holz? Wir haben nur ein Holz. Das war richtig dumm, dass wir die Leitern gemacht haben, oder? Haben wir eigentlich Difficulty hochgesetzt? Keine Ahnung, ich habe einfach mal auf Normal gesetzt, weil wir sind ja keine Pussies. Wir sind ja keine Pussies. Yeah, that's true. We ain't Niggi, pass auf, weißt du, was ich jetzt mache? Yeah, what you gonna do? What you gonna do with the drunk assailant, nigga? Ich hier glaube, drin einfach nichts. Ich bin einfach blind hier drin. Ich glaube, ich bringe mich jetzt einfach mal selber um. Wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, ne? Komm, töte mich. Ja, hier, nimm das. Ich will gucken, was passiert. Fick mich! Okay. Und nun? Und ich spawne. Okay, spawn im Wasser, alles cool, okay. Das heißt, Hungerprobleme haben wir schon mal nicht. Wir respawnen halt immer nur wieder. Boah, richtiger tricky N. Oh, yeah, nigga. Yeah, boy. Und das kühlste. Scheiße, Mann, Alter, wieso haben wir die Leitern gemacht? Das Problem ist, wir haben jetzt keinen. Das war bitte richtig dumm, aber das kann man ja nicht wissen. Ja. Ohne Witz. Scheiße. Weil derjenige, der als erstes oben war, der hätte ja die Bücher auch sehen können, aber hat er ja nicht, ne? Ja, kleine Dummkopf. Der kleine Ring. Ja, keine Ahnung. Am besten wäre es, glaube ich, wenn jetzt. Wieso spawnen ja eigentlich keine Monster? Ich habe auf Normal gerade gesetzt, also wundert mich, dass hier gerade nichts spawnt. Hello. What's this? Can you please come and spawn with us? Ja, hier oben ist ja Licht.
glaube, du hast noch nicht ausgeredet, glaube ich. Genau, was ich sagen wollte. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal rein. Ihr habt das T-Shirt gerade eben gesehen. Oder ihr seht es hier immer noch. Oh, oh shit, Nigga, du stirbst. Warte, ich helfe dir. Thank you, und, my black boy. Ja, black wenn ihr Bock habt, es wäre super, super cool, wenn ihr das einfach nochmal anguckt. Und ja, das T-Shirt ist auf jeden Fall mit dabei. Das hatten wir... hier, nimm mal die Pickaxe. Und das haben wir auf jeden Fall dann auch eventuell signiert. Also wir gehen da voll auf eure Wünsche ein, was ihr haben wollt. Und ja, ist auf jeden Fall so ein kleines Dankeschön an uns, ach, an euch. An uns, wir bedanken uns damit selber. Wir bedanken uns einfach selber bei uns selber. Ey, kauft das, dann bedanken wir uns damit selber. Genau, das ist nämlich Gold von uns, weißt du? Ja, ja, und das ist einfach so weiß ich nicht, ich finde halt vom Preis her, ich finde es cool. Das Steelbook können wir jetzt auch demnächst mal sehen. Das ist auch so eine richtig hochwertige Metallbox und sowas. Also es ist auf jeden Fall fresh. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer das Ding schon hat. Und Felix und ich haben nämlich noch was anderes. Und zwar haben wir uns noch gedacht, dass zwischen den Leuten, das ist aber noch nicht ganz fix, aber wir haben überlegt, dass zwischen den Leuten, die sich das Ding kaufen, dass wir da was verlosen. Und zwar wurde uns die Idee vorgeschlagen, dass wir irgendwas mit den Personen unternehmen. Sei es einen Abend zu chillen, was essen zu gehen, keine Ahnung. Weil ich finde es halt immer ein bisschen lame, wenn alle so sagen, ja, hier, du kaufst mein Shirt und ich folge dir dafür auf Twitter. Oder in die Rebel Lounge. Keine Ahnung. Von KC Rebel. Da hat halt keiner was von. Aber ich finde halt, sowas ist halt eine coole Aktion und wieso spawnen hier keine Monster, Alter? Ohne Spaß. Ich habe keine Ahnung, ich grab mich jetzt einfach mal straight runter in der Hoffnung. Hast du Mob-Spawning vielleicht trotzdem aus auf der Difficulty? Nee, also ist eigentlich an. Sicher? Also eigentlich normalerweise regelt das auch die Map normalerweise. Normalerweise. Okay. Ja, wie gesagt, also das ist auch noch so eine Sache, die wir halt noch nicht hundertprozentig wissen, aber das haben wir auf jeden Fall vor, dass quasi unter Leuten, die sich das alles kaufen, so eine persönliche Komponente einfach mal verlost wird, ne, für euch, dass ihr quasi so mit uns irgendwas machen könnt. Und ja, das war so der Plan. Genau, was es ist, wie gesagt, habe ich noch keine Ahnung. Das war auch so mehr so spontan, dass wir gesagt haben, hey, lass den Leuten doch wirklich dann, die uns das supporten, was Cooles zurückgeben. Und ich finde es halt immer lame, dass alle so sagen, ja, retweete mein Tweet und so und ich folge dir dafür auf Twitter. Ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist halt nichts Persönliches und ich würde halt einfach mal auch interessieren. Ist stark. Mich würde halt einfach mal so ein bisschen interessieren, wer sich das Ding so gekauft hat und ja, das sollte auch sein. Also nehmt es bitte nicht zum Anlass, den Film nur zu kaufen, weil ihr uns treffen wollt. Das ist dann falsch. Ihr solltet euch am besten auch schon angucken wollen. Was machst du da? Ich buddel mich runter und habe gerade hier unten Holz gefunden. Wenn du reinspringst, bist du Holz? Tot. Ja, Holz habe ich gerade gefunden. Wieso Holz? Hier ist, denke ich mal, ein Ravine oder so. Ich habe mich einfach straight runtergegraben. Warte, hier ist echt ein Ding. Das würde uns ein bisschen den Arsch retten, oder? Plus Kohle, ja. Weil ich mach mal hier eben auf. Hey, Moment, dann geht's ja aufwärts jetzt. Dann komm wieder hoch. Warte. Und dann können wir jetzt schon mal. Hier ist gerade irgendwo Wasser gewesen. Ey, komm, Wasser. Ah ja, okay, jetzt fließt hier sogar Wasser rein, siehst du? Kann ich runterspringen? Yep, kannst du. Dena, was macht der Junge da oben? Der soll aufhören, seine Wohnung einzurichten, wenn ich. Oh, Junge, ne? Der richtet einfach seine Wohnung in deiner Aufnahme ein. So. Richtig. Juckt mich nicht. Revi nimmt auf. Aha, der war Senderpescher. Wir brauchen einen Powered Rail. Hier sind normale Rails. Hier sind schon mal Spinnenweben. Schon mal... Guck mal. Wenn wir die abbauen. Also meine Pickaxe ist kaputt. Deswegen kann ich hier nicht mehr viel anrichten. Ja, aber wir können uns jetzt einfach Holz. Und dann können wir uns. Wir brauchen unbedingt das Mob-Spawn. Das müssen wir bis zur nächsten Folge auf jeden Fall drin haben, Felix. Das ist bei dir irgendwie dann funktioniert. Und die nächste Folge von Felix kommt dann wann, mein Freund? Sag doch morgen. Sag morgen. Ja, die kommt morgen. Und die könnt ihr dann angucken. Ich habe einen Diamant gefunden. Als ob jetzt echt? Ja, ist sogar schon in meiner Hand. Weil er war in Kiste. In Kiste war der. Alter, ohne Witz, ne? Ich höre einfach da oben nur so. Das ist so hart behindert, dieser Junge. Der macht mich so fertig, ne? Lass ihn mal umboxen. Wann sehen wir uns eigentlich heute? Sehen wir uns heute? Keine Ahnung, müssen wir gleich mal bereden. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns heute sehen, dann lass ihn umboxen. Ja, lass ihn. Bruder, ohne. Leute, Alter. Ohne Spaß. Gib mir jetzt einen Daumen hoch. Ich geh straight da hoch und boxe ihm einen in die Fresse. Ehrlich jetzt. Heute Abend, wenn ich so ein paar Daumen hab, dann hau den da kaputt. Der ist so laut, der Junge, ne? Fick dich, Wichser. So sieht's aus, ja? So. Felix, ich glaube, dass wir hier schon mal meine Aufnahme beenden können und wir werden vielleicht, weil es halt so eine Survival-Dings ist, ein bisschen Offscreen machen, während wir gerade labern. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, natürlich jetzt nicht allzu viel. Und ja, ich würde sagen, das sehen wir uns in der nächsten Aufnahme bei Rotpilz. Ja, der Rotpilz ist natürlich oben in der Beschreibung. Genau, das wollte ich auch sagen. Und dann könnt ihr euch das mal angucken bei Rotpilz. So, das war's von meiner Aufnahme. Von der Folge Ravels. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, meine Freunde. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.